genau gibt es hier jetzt zu sehen, Ayla? Bitte lasst mich los, es war ein Fehler. Bitte, Mr. Johansson, ruhig jetzt. Ich muss zurück zur Erde. Hierher zu kommen war falsch. Bitte, bitte, ich will nur... Isaac, du bist verwirrt von Kryo. Beruhige dich. Ich will mich nicht beruhigen. Ich muss zurück zu meiner Tochter. Ich weiß, dass du es besser weißt. Ich weiß, dass du tief im Innern verstehst, dass das, was du sagst, töricht ist. Bitte, William. Bitte, lass mich zurück zur Erde. Und wie genau stellst du dir das vor, Isaac? Wie glaubst du, wird man dich empfangen? Als Helden oder Straftäter? Gehst du einfach so zurück, dann kommst du deiner Tochter auch nicht sehr viel näher. Ich weiß, du verstehst das. Du und ich. Wenn wir zur Erde zurückkehren, macht man uns gleich den Strafprozess. Dort wären wir die Verräter der Menschheit, nicht ihre Retter. Du bekämst Kathy dort nur durch Knastgitter zu Gesicht. Aber immer noch besser als nichts. Schau, unsere Abbaugeschwindigkeit lag bei etwa 20 Millionen metrischen Tonnen in den letzten 3 Jahren. All das, Isaac, erbaut nach deinen Entwürfen, Anhaltswerten, Einsichten. Jetzt bist du hier und Arche Vita auch. Stell dir nur vor, was wird Outward wachsen? Es wird zu dem, wovon wir einst träumten. Die unbarmherzige Entscheidung von damals tut mir sehr leid. Wenn wir je Leute von der Erde bringen können, gehen wir sicher, dass deine Tochter mit uns kommt. Doch davor konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Wir brauchen dich, Isaac. Bist du dabei, alter Freund? Ruh dich aus. Wir räumen dein Quartier in Habitas. Dann kannst du auch klar denken. Okay? Okay. Wenigstens wollte er zurück zu seiner Tochter. Mein Dad hat es wohlbehalten zur Kolonie geschafft, wollte aber wieder zurück auf die Erde. Zurück zu mir! Doch MacArthur hat ihn so lange bearbeitet, bis er doch auf dem Mars geblieben ist. Na, danke dafür. Ich gehe gerade mal da runter schauen, wie es da so aussieht. Vielleicht ist da ja was. Hätte ja sein können. So, wie sieht es hier drüben aus? Er hat auch schon bessere Tage gesehen. Ein Streamturm. Outward hat also ein Notfallnetzwerk in ihren Einrichtungen. Wir müssen das anschließen, um ihn zu aktivieren. Ah, da drüben. Ich würde erstmal kurz da reingehen. Huch. Vielleicht ist das irgendwas, was da drin ist. Aber wir hören auf jeden Fall irgendwas die ganze Zeit. Naoki an Merlin. Jo, mehr! Hast du noch mehr?
MacArthur hat gerade herausgefunden, dass Isaac unterwegs seine ASI verloren hat. Hier gibt's allerdings eine Menge ASIs. Dieses hier ist irgendwie anders. Was? Warum? Ich sag's dir, aber versprich mir, dass es zwischen uns bleibt. Verstanden? Du kennst mich. Seit wir zum Mars aufgebrochen sind, sind alle holographischen Daten unserer ASI verschlüsselt und nur die ASI des Lunarads können das Bildmaterial einsehen. Isaacs ASI ist offensichtlich nicht hier. Woher weißt du das? Ich habe den Code geschrieben. Wirklich? Ich vergesse immer, wie cool du bist. Ich vermute, das war auch Isaacs ASI-Einheit, die das eben da aufgenommen hatte. Diese schwingende Plattform. Vielleicht kann ich mich hochziehen. Ja. Wenn du dich halt dran festhalten kannst, dann ja. Aber wir hätten, glaube ich, ein bisschen mehr rennen müssen. Das war Gott sei Dank nicht knapp. Okay, wir müssen ein bisschen mehr darüber. Hochscan. Da war gerade irgendwas zum Scannen. Ah, da. Sollte ich aufschreiben? Umgestürzter Kran. Das wurde nicht nur durch Staubstürme verursacht. Überall finden sich zudem Hinweise auf Einstürze. War die Arbeit hier überhaupt sicher? Das bezweifle ich ja auch stark. Probieren wir es mal? Okay, das schaffen wir. Und so kommen wir deswegen da auch nicht hoch. Gehen wir einfach mal weiter und finden raus. Okay, da haben wir wenigstens auch wieder Sauerstoff, das ist gut. Und noch was zum Dechiffrieren. Machen wir das doch mal. Wow, etwas, was machbar war. Zweistufig? Was ist? Sind wir bei einem Capture oder wie viel muss ich davon machen? Ich kann es nicht glauben, Isaac. In meinen kühnsten Träumen hätte ich nicht erwartet, solche Zahlen zu sehen. Mit jedem Projekt, das du in Angriff nimmst, machst du deinem Ruf alle Ehre. Unser Traum beginnt sich zu erfüllen, mein Freund. Hier seid ihr. Rosa, komm zu uns. Wir haben Grund zu feiern. Isaacs Erzbrecher funktioniert um einiges besser als erwartet. Es gab wieder mehr Einweisungen. 62% letzten Monat. Wir müssen den Flügel erweitern und mehr medizinisches Personal einstellen. Das haben wir doch schon besprochen. Es handelt sich nur um eine Phase. Ich glaube nicht. Die Leute sind überarbeitet und verausgaben sich zu schnell. Immer mehr zeigen Symptome von Beklemmung und PTBS. In Anbetracht der zukünftigen Meilensteine werden diese Zahlen nur noch weiter steigen. Isaacs Wohnraumbau hat gerade erst angefangen. Wir können niemanden entbehren. Lass sie mich rehabilitieren. Gib mir mehr Platz und Personal, damit ich dann... Wir können es uns nicht leisten, Leute zur Erholung von den Bodencrews abzuziehen. Nicht, um sie zu unterstützen. Das würde alles nur hinauszögern. Das sind deine Leute, William. Sie folgen dir. Blicken zu dir auf. Die Antwort ist nein. Dann sehen wir uns heute Abend zur Wochenbesprechung.
Na, der ist ja mal nett. Rosa, treffen wir uns im Editrakt. Vielleicht kann ich dir helfen. Richtiger Sympath war das. Mein Dad war offenbar sofort von großem Wert für Outward und MacArthur. Es lief ziemlich gut für die Kolonie, obwohl Rosa das anders sah. Ja, was heißt, die sah es anders? Sie war halt besorgt um die Gesundheit der Leute. Zwei Kolonisten besprechen MacArthurs Streit mit Isaac über eine vermisste ASI und enthüllen, dass sie mit einem bestimmten Lunarad-Code verschlüsselt sind. Schauen wir uns hier doch mal ein bisschen um. Da leuchtet auf jeden Fall was. Okay, dann lesen wir halt mal ein bisschen wieder. Why not? Von Tahani und Jeremy. Gestern Abend war echt witzig. Hätte nie gedacht, dass ein Herr der Fliegen Musical, okay, in meinem Leben gefehlt hat. Ja, das war außergewöhnlich. Das Duett zwischen Simon und dem Schweinekopf. Auf ewig in meinen Gedanken. Schön, dass du gekommen bist. Finde ich auch. Aber hey, wir haben ja sowieso nichts Besseres zu tun. Wie konnte jedes einzelne Medienlaufwerk auf dem Weg hierher durchbrennen? Nicht jedes. Julia hat sogar noch mehrere. Oh, was? Sag ihr, dass ich diese Woche zwei ihrer Schichten übernehme, wenn ich die ausleihen kann. Mit zwei Schichten wird es wohl nicht getan sein. Okay, ich biete fünf. Willst du was zusammen schauen, wenn sie ja sagt? Ich habe ein großes Hochbett mit viel Platz. Da können wir gucken. Klar. Da haben sich doch zwei gefunden. Das muss ich mir notieren. Direkt mal den neuesten Klatsch aufschreiben, direkt. Tani und Jeremy reden über eine Aufführung von gestern Abend und dass sie, obwohl sie grauenhaft war, wenigstens die Monotonie der ständigen Überstunden aufbrach. Haben wir, wie gesagt, irgendwas noch nicht entdeckt. Wie sah es eigentlich hier so aus? Oh, ich glaube, bei Retter einen Planeten sind wir mittlerweile durch, weil das sind bisher nur Sachen, die vor oder auf dem Schiff waren und ne, die zwei haben wir nicht. Das ist hier gewesen. Familienangelegenheiten kann ich mir auch vorstellen, dass wir das noch später was finden. Menschen von Outward, da haben wir, wie gesagt, vielleicht einen noch nicht. Da haben wir vielleicht auch halt zwei verfehlt. Okay. Nee, nur um nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Da drin ist uns nichts, ne? Nee. Dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie außerhalb einen Weg da finden, hochzukommen. Ich sagte, da müssen wir wahrscheinlich außerhalb. Hallo? Dürfen wir nicht mehr raus, oder wie? Also no joke, wir konnten gerade nicht da raus. Nö. Doch kein Knopf. Ja, aber da drüben ging es doch sonst nicht weiter, oder? Kaffeemaschine. Die nehmen wir mit. Ich meine, wir gehen auch gern nochmal dahin, aber, also. Da ging es doch sonst nicht weiter. Da ging es nur runter in diesen Minen. Einen Schacht.
Ja, nur runter. Ging nur runter. Definitiv. Nicht rauf, nur runter. Was haben wir hier so alles? Aber schön, dass hier scheinbar Sauerstoff. Obwohl, nee. Nee, hier ist kein Sauerstoff drin. Ja, das scheinen vorgefertigte Platten für den Gebäudebau zu sein. Eine Technik und Produktivität wie diese konnten wir auf der Erde nie erreichen. Wie konnte eine so kleine Gruppe von Leuten so viel in so kurzer Zeit erreichen? Ja, dein Vater war scheinbar gar kein so schlechter Ingenieur. Tablet, ID Herschel Prefab. Cargo Mate, Palette 421 transportbereit. Okay. Aber Hauptsache, hier sind zwei Stühle, wenn mal Pause gemacht wird. Alina und Gerben, du beschwerst dich doch immer, dass es nicht genug Wasser für eine richtige Dusche gibt, oder? Das recycelte Wasser hier hat schon jeden Kolonisten durchlaufen. Klasse. Sag es niemandem, aber ich habe gerade einen Krater voller Eis gefunden. Keine Ahnung, wie tief es geht, aber auf den ersten Blick sieht's gut aus. Wir könnten also unser Lager hier aufschlagen. Im Nu wirst du wieder stundenlang unter der Dusche stehen. Du machst mich zum glücklichsten Mann, zum glücklichsten Mann der Galaxie. Dachte ich mir. Gut, nicht duschen zu können, das ist halt auch schon eine Horrorvorstellung. Ja, das musst du dir notieren, so wie alles immer. Aber sonst ist hier nichts zum Scannen. Alright. So. Da wollen wir eher nicht runterfallen. Ich hoffe, ich komme hier oben dran vorbei. Sieht eher nicht so aus. Ich muss, glaube ich, unten lang, ja. So, da sind wir doch schon fast. Ab nach da drüben. Ja, kann mir geileres vorstellen, als da drüber laufen zu müssen. Naja, haben wir ja scheinbar geschafft. Mitten in einem Sandsturm, zumindest in einem kleinen Sandsturm, da haben wir nicht mal gutes Wetter mitgebracht. Ist das der API für den Streamturm, Ayla? Okay, fahren wir ihn hoch. Und scheinbar auch eine kleine Fabrik hier. Hier können wir leider keine Logs lesen oder sowas. Ich weiß noch nicht genau, wie das Teil funktioniert. Das finden wir gleich raus wahrscheinlich. Und da kommen wir noch nicht rein. Okay, da ist noch was, was wir aufschneiden müssen. Ey, Mann. Ach so, sorry. So, das hätten wir schon mal. Das hätten wir. Obwohl, Sekunde. MPT-Leistungsreduktionsfeld. Leistungsaufnahme bei Kontakt reduziert. Unterstützt mehrere Strahlen. Ein Widerstand. Hat der die gemacht?
Okay. Weiß jetzt nicht, inwiefern der uns hier hilft. So. Okay, das eine hat schon mal funktioniert, das andere noch nicht so ganz. Weiß nicht genau, was wir dafür machen müssen. Ach, der läuft nicht ganz da durch, okay. So, jetzt läuft er durch. Ja. Da bin ich voll und ganz deiner Meinung, sonst scheint hier nichts zu sein. Gucken wir mal. Okay, wir müssen uns da unten scheinbar erstmal verbinden. Okay. Okay. Der Aufzug sollte laufen. Gehen wir runter. Das war der Plan. Hallo? Jetzt. Okay. Ab nach unten. So. Das sieht doch alles ganz gut aus bisher. Jetzt müssen wir noch einen Weg darüber wieder finden. Und schwupps haben wir da drüben wieder Strom. Oh, ich glaube, wir können sogar unten da durchgehen jetzt. Ja. Da war ja vorher, glaube ich, zu. Würde aber fast schon gern nochmal schauen, ob da oben jetzt irgendwie plötzlich was aktiviert ist, was wir vorher nicht machen konnten. Ich weiß, da drin ging jetzt nicht so viel ab, aber... Ja, war ein Versuch wert, ist aber nix. Aber auch nicht schlimm, haben wir halt nochmal ein bisschen Sauerstoff getankt. Das schadet auch nie. Dann fahren wir mal ein Ründchen Aufzug. Und natürlich sofort geht's runter mit dem Sauerstoff. Geil. Oh nein. Ja, das gefällt mir ganz und gar nicht. Oh Gott. Hela? Okay. Wir müssen springen, Hela. Und wohin? Ach, da dran. Knapper hätte es nicht sein können.
Ich glaube nicht, dass wir oben lang können. Ich würde es gern trotzdem probieren. Habe ich ja gesagt. Okay. Ich muss da runter. Okay, jetzt aber. Gut. Und da habe ich den Fehler das erste Mal gemacht. Verdammt. Falsches Teil losgelassen. Habe ich ja gesagt, dass uns das irgendwann mal passieren würde. Das habe ich ja schon mal gesagt, dass uns das wahrscheinlich irgendwann mal passieren würde. Und ich schließe auch nicht aus, dass es nicht nochmal passiert. Nur bitte nicht sofort nochmal. So. Das ist nämlich natürlich schon eine krasse Hand-Augen-Koordination, die man da braucht. Das immer richtig abwechselnd zu machen in gut genügenden Abständen, aber trotzdem noch schnell genug zu sein, um nicht seinen kompletten Sauerstoff zu verlieren. Verdammt. Da war ich mir so sicher, dass ich schon oben dran bin. Haupt, das geht besser. Warum darf ich dann aber auch nicht da oben lang? Ich muss doch da oben lang. Wenn ich das so sehe, ich muss da oben lang. Sonst käme ich ja gar nicht da hoch. Das da unten hilft uns ja überhaupt nicht. Außer wir würden da rüber wollen, obwohl auch da können wir ja nirgends landen. Okay. So hoffen wir, dass das jetzt nicht auch sofort einbricht. Schaffen wir es da hoch? Okay. Ja, das war klar, dass er jetzt runtergefallen ist. Ja. Arbeiten wir uns so weiter hoch. So, müssen wir ein bisschen weiter darüber. Ja. So, machen wir da mal ein bisschen Platz. Und schauen, dass wir da einmal an der ganzen Wand nach oben kommen. So, noch irgendwas anderes gibt's da nicht. Doch schon drüben. Ich kann nicht mehr weiter rüber. Jedoch. So. Puh.
Zwei Sauerstoff haben wir noch.